Durch den goldenen Schnitt wird ein Bild interessanter. Teil das Bild einfach, zum Beispiel in 3 gleiche Teile auf und dann den Bildinhalt nicht immer mittig setzen, sondern ruhig zum Beispiel die Augenpartie auch mal in einen der Schnittpunkte setzen und so wird der Bildinhalt automatisch viel spannender. Gute Bilder sind wie Musik, sie wollen komponiert werden. Wenn ihr zum Beispiel die Bedrohlichkeit eines aufziehenden Gewitters festhalten wollt, dann positioniert den Horizont doch einfach mal mutig am unteren Bildrand. Durch solche bewussten Entscheidungen entstehen oft völlig neue und ungewöhnliche Bildwirkungen. Also einfach diese 3 Tipps im Kopf behalten, dann werden die Urlaubsbilder auch was und beim nächsten Dia-Abend gibt's Standing Ovations.